Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Greenbox hier. Und wir haben uns ja beim letzten Mal hier eingebuddelt. In der Zwischenzeit ist der Cube Coming hier hingekommen. Und wir sind ja auf Erkundungstour unterwegs hier. Wir erkunden jetzt einfach mal hier den Ausgang. Juhu. Und da sind wir am Sonnenlicht. Und ich sage auch Hallo und herzlich willkommen. Und es ist eine Premiere. Es ist eine Premiere, wir nehmen auf und wir streamen. Premiere existiert doch gar nicht mehr. Wenn du Werbung machen willst, dann mach das für Sky. Stimmt. Es ist insofern eine Premiere, deswegen, ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Ich sehe gerade, Jade ist im Chat. Hallo hey. Jade! Falls, ich kann dir überhaupt gar nicht sagen, wie und ob das hier funktioniert. Denn wir haben ca. 60 Sekunden Verzögerung, also eine ganze Minute. Und das ist jetzt einfach mal nur ein Test. So muss ich vielleicht auch sagen für Selbstzuschauerschaft. Wir streamen gerade live auf YouTube. Wir streamen gerade live auf Twitch und nicht auf YouTube. Genau, wir streamen gerade live auf Twitch und nehmen nebenher auf. Und das ist einfach mal ein Experiment. Ich wollte einfach mal gucken, ob das so funktioniert. Nur wir können heute natürlich nicht so sehr auf den Chat eingehen. Das ist klar. Der Chat bleibt heute auch unter geringerer Beobachtungskonsequenz. Ja. Aber ich werde im Nachhinein natürlich durchlesen, was da geschrieben wurde, ne? Ja, und ich muss im Auge behalten, ob das mit der Videoqualität hier funktioniert oder ob das zu sehr am Ruckeln ist. Das sieht nämlich gerade nicht so gut aus, muss ich sagen. So, was ist denn jetzt? Ja, aber André, genau. Wir waren doch beim letzten Mal, haben wir doch hier aufgehört, weil wir da vorne dieses Gebäude gesehen haben, ne? Andere Richtung. Genau. Ich würde sagen, wir schleichen uns da mal rein. So, genau, wir schleichen uns da mal nach und wenn es nicht einigermaßen auf Twitch ankommt, ich sehe nämlich gerade, es ruckelt, dann werden wir den Livestream auch wieder einstellen. Oh, Christoph the Player ist auch da. Mensch, so viele spontane Gesichter. Und das unter der Woche. Tja. Aber wie gesagt, heute nicht moderiert. Und ich werde auch nicht so sehr auf den Chat gucken können. Ich habe gerade hauptsächlich so ein bisschen die Qualität im Auge und hoffe, dass das ist ein einigermaßen Stall. Flüssig läuft. Das ist einfach ein Stall. Aus welchem Grund ist hier ein Stall? Ich weiß es nicht. Das ist ja nur so wirklich abseits von allem. Boah, es scheint tatsächlich ein kleines bisschen zu ruckeln auf Twitch. Das macht mich unglücklich. Das ist doof. Naja. Kann man jetzt auch nicht so hundertprozentig ändern, ne? Es laggt. Verdammt. So, bei mir wird es gerade wieder ruckelfreier. Ich komme nämlich aus dem Stall wieder raus und aus dem Stall. Irgendwie außerhalb des Stalls läuft die Framerate ein bisschen stabiler. Oh, Q-Coming ist schon wieder weg. Ja, also es nutzt nichts. Auf Twitch ist das leider überhaupt gar nicht stabil. Wieso ist das nicht stabil? Du, in den Tests ist das doch super gelaufen. Ja, herzlich willkommen. Das ist die Realität. Tja. Ich kann es dir gar nicht sagen. Okay. Wir ziehen weiter. In Richtung Fluss. Und dann hier einmal quer rüber. Heute zu dritt. Ja, ich glaube, wir müssen dann einfach damit leben, dass es laggt. Es tut mir leid, ich kann es gerade nicht ändern. Ihr könnt euch jetzt aussuchen. Entweder ihr seht einen Stream, der laggt, oder ihr seht gar keinen Stream. Es laggt aber wirklich extrem. Das ist gerade sehr unbefriedigend. Muss ich zugeben. Kriegt OBS das vielleicht nicht so gut hin? Oh. Sehr krasse Verzögerung. Ja, das stimmt. Verzögerung ist auch Absicht. 60 Sekunden Verzögerung. Ich sag's nochmal. Ich hatte eigentlich gehofft, mit der Verzögerung diesen Lag so ein bisschen ausgleichen zu können, ja, indem er also genug Zeit hat, die Frames zu füllen. Aber ich glaube, das 60 Sekunden plus das Verzögerung klappt nicht. Ja, ist schon viel. Ui, Jade ist jetzt auf einmal auch da. Welch Zufall. Oh, Jade ist auch da. Auf, weiter geht's.
Hui, hier ist auch Küste, ne? Hier ist Sand. Sand ist super. Sand brauche ich nämlich noch ein bisschen. Sand, Sand ist gut. Sag ich doch. Ich habe natürlich keine Schaufel dabei. Oh Gott, das laggt sehr. Es ist seltsam. Also, wenn ich die normale Stream-Konfiguration nehmen würde, ja, und es aufzeichnen würde, das würde besser funktionieren. Ja, nimm die doch. Ja, aber dann ist die Qualität schlechter. Ja, gut. Jetzt ist es Aufnahme plus Stream, aber ich glaube, Stream plus Aufnahme ist viel leichter. Dann machst du lieber so rum. Ab der nächsten Folge. Wenn ich jetzt mal wüsste, warum das so laggt. Codierung überlastet. Steht aber schon auf Ultra Fast. Hui. Der ganze Strand bricht ein. Das ist voll der gelogene Strand. Ein gelogener Strand? Ja. Hat jemand Holz? Nee, auch nicht mehr so wirklich viel. Leider kein Holz. Tja, oh Mann, ja, das ist doof. Das tut mir jetzt leid für Twitch. Ich hatte eigentlich gehofft. Aber heute geht YouTube nur mal etwas vor. Heute geht YouTube vor, das war jetzt auch eigentlich nur ein Test, ob es überhaupt geht. Und ja, es geht, aber nur unter gewissen. Ich halte das Streaming nochmal kurz an. Die Aufnahme kann ja währenddessen weiterlaufen. Dann endlich haben wir nochmal kurz die Streaming-Einstellungen. Gehen wir nochmal eben runter. Jetzt ziehen wir mal die Bitrate ein bisschen und die Verzögerung ein bisschen. Ja, heute erlebt er abgenickt von Technik. Ich glaube, so werde ich die Folge auch nennen. Irgendwie sowas. Mal schauen. So. Mal gucken, was passiert. Ich habe das Streaming jetzt mal gestartet. Es reicht. Zwei. 12. Mal gucken, ob das gleich besser wird. Mensch, das tut mir jetzt auch für YouTube leid. Also wenn du das gerade auf YouTube guckst. Die ganzen Unterbrechungen kommen daher, dass ich versuche, den Stream einigermaßen ans Laufen zu kriegen. Aber ich glaube, ich hätte das vielleicht vorher ein bisschen besser testen sollen. Und jetzt haben wir den Salat. Ja, aber mir geht die Folge dann ungeschnitten in ganzer Länge. Und vor allem ohne viele Unterbrechungen. Also viel Sand. Ich kann den aber ganz gut gebrauchen, den Sand. Minecraft hat doch auch so eine eingebaute Streaming-Funktion. Ja, so eine eingebaute Streaming-Funktion, die ist aber nicht so ganz dolle. Die ist nicht so ganz dolle? Was ist denn mit der? Vielleicht gut die erreichen. Probier's aus. Besser als Lags, ne? Die funktioniert nämlich eigentlich nicht ganz so gut. Also, ich brauche jetzt erstmal keinen Sand mehr, ne? Bin jetzt zum Server getrennt. Jetzt hier in Minecraft? Nee. Ja. Du hast deine Verbindung zum Server getrennt, bist aber immer noch drauf. Nee, zu Twitch. Ja, sag das doch. Ich frag gerade eben hier in Minecraft und du sagst, ja. Ich war gerade etwas abgelenkt vom Chat. Oh, André. Mann. Hör zu. Das ist das Schlimme, wenn man nur mit einem Ohr zuhört. Also ich glaube, es müsste jetzt wieder laufen. So, gucken wir mal. Wofür alles? Glas, das. Gute Frage. Also ich brauche gar nicht mehr. Wofür alles? Hauptsache haben. Ja, was wollen wir denn machen eigentlich? Was wollen wir denn machen? Ich bin etwas planlos, muss ich zugeben. Ja, wir sind noch auf unserer Expeditionstour.
Läuft das denn jetzt wenigstens ein bisschen flüssiger? Das wäre schön. So viel Sand. Oh, ich glaube, es läuft flüssig jetzt. Es ist okay. Jawohl. Yippie. Schön. Ah, ich glaube, jetzt fängt es wieder an, oder? Naja. Naja, naja. Optimal ist es immer noch nicht. Aber besser. Besser. Ja. Man muss es ja positiv sehen. Doch, es geht eigentlich sogar. Eigentlich geht es sogar. Also, nochmal Grüße an den Chat. Ich hoffe, die Quali wird jetzt gerade so ein bisschen besser. André, wo steckst du eigentlich gerade? Da bist du. Ich steck hier. Warte mal. So. Es tut mir leid. Also an die YouTube-Leute, das tut mir leid. Diese Folge ist ein bisschen verhunzt. Das liegt daran, dass wir gerade versuchen... André, wo läufst du hin? Weiß ich nicht. Ja, gehen wir denn hin? Wir gehen da in Richtung Wald, in Richtung Birkenhain. Okay. Ja, es liegt daran, dass wir momentan... ich versuche es auf Twitch gleichzeitig zu streamen und quasi es live zu machen und den Chat auch so ein bisschen mitzulesen. Und gleichzeitig aber auch hier zu laufen. Und ich sehe halt, es ruckelt und es macht mich nicht zufrieden. Aber keine Sorge, die Aufnahme auf YouTube wird hinterher perfekt sein. Eben. Perfekt wie eh und je. Qualität und Nivea, ne? Qualität und Niveau. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ankommt, gerade auf Twitch. Es macht auf jeden Fall Spaß, einfach mal unter der Woche so spontan zu streamen, muss ich sagen. Das ist schon cool. So. Ja, wir sind unterwegs bei uns auf dem Server. Auf dem Server. Da brennen die Nachbarn. Wohin gehen wir denn? Ich hatte jetzt gedacht, wir gehen hier einfach mal geradeaus weiter in die Richtung, in die ich gerade gegangen bin. Hier den Berg wieder runter. Oh Gott, es ruckelt. Ah, oh, hier ist eine Enderperle. Es ruckelt doch stärker, als es erst aussah. Es wird wieder schlimmer. Also bei mir ruckelt es gerade mal gar nicht. Ja, nicht Minecraft, sondern Twitch, der Stream. Ich weiß. Mann. Achso, wie, du guckst auch nebenbei? Meinst du, dann hätte ich hier stabile 15 FPS? Wovon träumst du nachts? Ah, schlimme Dinge. Schlimme Dinge. Wenn wir hier gerade mal so unterwegs sind, wusstest du eigentlich, dass der Mensch dazu veranlagt ist, im Kreis zu laufen? Was? Warum? Wenn du versuchen wollen würdest, die ganze Zeit irgendwie geradeaus zu laufen, du würdest irgendwann am Ursprungsort wieder ankommen. In einer ganz großen Wüste zum Beispiel. Der Mensch ist halt einfach dazu veranlagt, einfach im Kreis zu laufen, damit du dich halt nicht verlaufen kannst. Egal, ob du einen guten Orientierungssinn hast oder einen schlechten. Also bei meinem Orientierungssinn auf jeden Fall. Ich würde definitiv nicht ans Ziel kommen. Es sei denn, der Weg ist das Ziel. Dann klappt es immer. Das ist sehr philosophisch. Geiler Baum. Tube Coming muss ich auf jeden Fall mal Teamspeak zulegen. Damit er mit uns dabei sein kann. Lügner. Warum? Nein, Chef. Ich meine das ernst. Er hat Skype. Ja. Aber Teamspeak ist besser. So, ich muss mal gerade noch mal wieder ein bisschen was essen. Während bei mir... Wir werden die wieder nach Hause finden. Und ob. Ich weiß sogar jetzt noch, wo er zu Hause ist. Was? Ja. Krass. Also 3 Leute schauen sich dieses Desaster gerade an. Mich mitgezählt. Eieiei. Was ist das denn? Was? Oh, hier gibt's wieder Kohle. Oh, schön. Da kommt mein YouTuber-Näschen wieder. Ein Cube. Haben wir Cube verloren? Ach, left the game, okay. Verbindungsprobleme. Itzika ist auch dabei.
Wir können ja eigentlich mal nach der Aufnahme dann, also wenn wir dann nicht mehr streamen, mal darüber sprechen, was wir an dem Pfingstsonntag machen. Mir schweben da nämlich schon so ein paar Ideen vor, aber das will ich natürlich mit dir absprechen. Du hast schon Ideen? Ich habe Ideen, ja. Ja, da bin ich ja gespannt. Das muss doch besser gehen. Warum ist denn das so am Ruckeln? Leck mich doch am Eimer. Liebe Zuschauer, wenn Sie dieses Video auf YouTube sehen, in 0x0c, ich kann nur empfehlen, schauen Sie meine, für das Video zumindest. Weil, das tut mir so leid. Weil ja. So viel Menü. Es ist viel Menü drin, es stimmt, es ist leider wahr. Es ist leider wahr und ich schäme mich dafür. Ich schäme mich abgrundtief. Dafür gibt es bei mir keine Schnitte. Hä? Welche Schnitte? Also ich nehme jetzt in einem durch auf, dann natürlich. Ja gut. Trotzdem hast du Alter, hinterher Chicken. Trotzdem hast du hinterher nur Folgen auf deinem Kanal. Das wird. Ja, das stimmt schon. Also setzt du doch Schnitte. Ja, so gesehen schon. Ich setze keine Schnitte. Ich nehme einfach die Folgen genauso auf, wie sie sind. Aber ist Schnitte nicht das, wo Nutella draufkommt? Du meinst eine richtig gute Brotschnitte? Eine Brotzeit. Mit Bier oder ohne? Das kommt drauf an. So, wie ist denn die Qualität jetzt? Aha, ich gucke gerade, es geht jetzt besser. Ich bin hier gerade übrigens schon bei dem fetten Lavafall. Irgendwann fängt er an zu ruckeln. Ist halt schon was sehr Geiles, also das muss man schon sagen. Ja, ich muss sagen, auch dieser Wasserfall, die halt schon was, auch was Cooles. Also ich würde hier fast eine Sommerresidenz bauen, wenn ich nicht schon genügend Bauprojekte hätte. Hier gefällt es mir ausnehmend gut. Aus welchem Grunde bewegt sich denn meine Hungerleiste jetzt auf Twitch und der Rest nicht? Das macht gar keinen Sinn. Hä? Wenn ich dich jetzt auch noch verliere, bin ich ganz verloren. Arme Sau. Ja. Dass du schon auf mich angewiesen bist, ey. Alter, was willst du denn, du Kackspinne? Bei mir läuft gerade so vollkommen entspannte Tropico-Musik. Also bei mir kann man quasi Backstage sehen, wie es aussieht, wenn ich die ganze Zeit in den Stream springe und zurück. Denn es ist nicht ganz leicht. Ich zugeben. Danke. Ich erkunde hier ja gerade schon mal schön weiter. Und an meine Zuschauer nochmal. Oh, Entschuldigung. Die Aufnahme läuft jetzt übrigens genau 20 Minuten. Das bedeutet, eigentlich wäre jetzt ein Folgenende da. Aber? Es ist nichts. Es ist, wir haben nichts gemacht, es ist nichts passiert in dieser Folge. Ja, doch, außer, wir haben Sand abgebaut. Außer dass ich auch ich habe mit Twitch rumgehe. Rumgekaspert. Wenig erfolgreich. Komisch. Boah, ist hier eine fette Lücke im Berg, ey. Da bin ich jetzt gerade eben beinahe reingefallen. Oh. Es hat oft im, Es hat gerade im Test, hat das funktioniert? Oh, hier oben waren wir schon mal. Hier? Ist das Kloster nicht hier oben? Nein. Nein. Okay, es war ein ähnlicher Berg. Lügner. Wie ist es denn jetzt? Ah, ich glaube, jetzt geht's einigermaßen auf Twitch. Ich kann dir nur so viel sagen, das Kloster liegt in dieser Richtung da, wo ich jetzt gerade hingucke. Vielleicht sollten wir wirklich kurz ein Folgenende machen. Meinst du? Dann teste ich mal, wie das mit der Twitch-Integration von Minecraft ist, ob die nicht vielleicht besser ist als von OBS. Ja, okay. Also jetzt gerade streamen wir über OBS. Über die Open-Blöckchen-Software. Ja, mit der Open-Blöckchen-Software, das funktioniert ehrlich gesagt gerade nicht so toll. Ich muss vielleicht die Kuh streicheln.
Also es laggt schon sehr. Vielleicht geht das ja mit der eingebauten Minecraft-Funktion besser. Das werden wir jetzt als nächstes testen und vielleicht eignet sich dafür eine kurze Unterbrechung, ja. Dann starten wir auch in die nächste Folge ohne Dilemma und ohne Menüs und ja, das ist dann vielleicht besser. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Und auch vielen Dank fürs Ertragen und wir sehen uns gleich auf Twitch. Tschüss.